Zu fragen, warum wir kämpfen, ist zu fragen, warum die Blätter fallen. Es liegt in ihrer Natur. Vielleicht gibt es eine bessere Frage. Kämpfen wir, um Heimat und Familie zu beschützen, um Gleichgewicht zu wahren und Harmonie zu schaffen. Für uns ist die wahre Frage die folgende: Wofür lohnt es sich zu kämpfen? Hallihallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen WoW Mists of Pandaria und da werden wir gleich natürlich einen Panda spielen. Panda, 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 Und ich denke, wir spielen einfach mal den Mönch, die neue Klasse. Was können wir denn noch so? Ja, nee, ich glaube, ich spiele Mönch. Kenne ich noch nicht. Deswegen, ja, nehmen wir mal den Mönch. So, Hautfarbe können wir auch noch ändern hier. Was nehmen wir denn? Nee, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich nehme braunen Panda, oder? Ja, ich weiß nicht. Den da vielleicht? Oder vielleicht einen da oben? Ja, nee, ich glaube, ich nehme den da. Und den. Und die Hautfarbe nehmen wir. So, Gesicht. Ach nee, doch, Gesicht. Was nehmen wir denn da? Viel ändert sich ja nicht bei einem Panda-Gesicht. Ich glaube, dann nehmen wir mal einfach mal. Nehmen wir einfach mal das hier. Frisur. Gefällt mir die eigentlich schon so?
Aber wir können da trotzdem mal durchgucken, was es so Frisuren hier gibt. Irgendwie alle ein bisschen komisch. Was ist das denn? Nee, dann nehmen wir schon das hier. Dann die Haarfarbe. Nehmen wir passend zur Hautfarbe. So Ohrringe noch. Ja, behalten wir die einfach hier. Schaut schon ganz gut aus. Einen Namen noch. Yumi nennen wir die Gute. Und war ja klar, dass es nicht funktioniert. Dann mache ich hier einfach einen Strich oben drauf. Vielleicht funktioniert es ja dann. Auch nicht. Vielleicht so. Vielleicht so. Warum nicht? Vielleicht so. Vielleicht so. Ach, das ist doch jetzt doof. Oh Mann, irgendeine Kombination muss es doch hier geben. Ah, okay, jetzt muss ich mir erstmal einen neuen Namen überlegen hier. Ah, so geht das. Auch wenn es jetzt ein bisschen bescheuert aussieht, aber ist okay. Und dann betreten wir einfach mal diese Welt hier. Oh, ich bin mal gespannt, was es so für Änderungen gab. Mittlerweile, ich habe ja bisher nur die Grundversion des Spieles gespielt. Also selbst Burning Crusade oder was auch immer danach noch kam, war ich noch nicht oder hab's noch nicht gespielt und hab keine Ahnung, wie das alles jetzt so abläuft. Aber auch keine Ahnung, wie ich mich als Panda jetzt für eine Fraktion entscheide. Weiß ich nicht, werden wir noch rausfinden, schätze ich. Ihr seid ein Pandaren, geboren und aufgewachsen auf der geheimnisvollen wandernden Insel. Obwohl die meisten eures Volkes zurückgezogen leben, brennt in euch die Lust nach Abenteuer. Die wandernde Insel hat jüngst begonnen, scheinbar ziellos über die Meere zu treiben. Ein Frösteln liegt in der Luft und eure Heimat steuert auf ihren Untergang zu. Als einer der vielversprechendsten Schüler in Meister Shangs Kloster wird es an euch sein, euer Volk zu retten. Aber zuerst müsst ihr eure Ausbildung abschließen. Na gut, dann schließen wir mal unsere Ausbildung ab. So, was können wir denn hier? Hieb, ihr schlagt das Ziel und fügt ihm 2-6 Schaden zu und erzeugt 2 Chi. Und was haben wir hier? Bebende Handfläche trifft das Ziel mit Lichtgeschwindigkeit, macht es 4 Sekunden lang bewegungsunfähig, stoppt aber meinen Angriff. Okay, na gut, wir haben Energie. Was Energie gibt Chi? Was ist denn Chi? Wahrscheinlich diese Punkte hier oben. Okay, wird von Menschen genutzt, um spezielle Fähigkeiten ausführen zu können. Ich denke, die kriegen wir noch. Hier haben wir einen Kampfstil. Der wilde Tiger erhöht Bewegungstempo um 10%, den verursachten Schaden um 10% und die Chi-Menge, die von Fähigkeiten Hieb und Schadensumleitung erzeugt wird, um 1. Okay, na gut, dann fangen wir einfach mal an. Quest entdeckt, viel zu lernen. Nun, da ihr eure Ausbildung begonnen habt, erhaltet ihr eure erste rechtssimple Aufgabe. Sprecht mit Meister Shang-Chi. Okay, das tun wir doch gleich mal. Meine Zeit ist bald vorüber. Heute ist der Tag, an dem... nähert sich rasch. Hörst du auf, mich zu unterbrechen? Heute ist der Tag, an dem eure Zukunft entschieden wird. Besitzt ihr die notwendige Stärke und Gerissenheit, um Mönch zu werden? Oder hält das Schicksal ein Leben als Bäuerin auf den Feldern für euch bereit? Ein jeder findet seinen Platz, aber ich spüre, dass ihr nach Größerem strebt. Beginnen wir also mit der Ausbildung, meine jüngste Schülerin. Klingt nach einem Plan. Wo ihr wandelt, da erblüht Größe. Ja, das will ich doch mal hoffen. Zuallererst werdet ihr Waffen benötigen, die eure Fähigkeiten entsprechen. Beschafft euch einen Stab von einem der Waffenregale dort unten, bringt ihr zu mir und zeigt mir, dass ihr auch wisst, wie man richtig hält. Okay, dann holen wir uns mal diesen Stab. Ich nehme mal an, damit sind die hier unten gemeint. Dann gehen wir einfach mal hier hin. Waffenständer. Einmal einsammeln, bitte. Habe ich denn jetzt? Ach ne, ich muss ihn noch anlegen. Wo ist hier der Charaktermenü? Charakterinfo? Oder Inventar? Hallo? Da vielleicht. Wow. Ach, B ist Inventar, okay. Wieso habe ich jetzt die Waffe noch nicht? Ah, ich muss hier einsammeln. Ich verstehe.
Oh, haben wir unseren Stab jetzt ausgerüstet? Gehen wir mal wieder zurück. Unsere größte Prüfung steht uns noch bevor. Eine gute Waffe, sie sollte euren Bedürfnissen gerecht werden. Lasst uns sehen, was ihr damit anstellen könnt. Okay. So, Lektion der Sandfaust. Ich würde gerne beobachten, wie ihr euer neues Werkzeug einsetzt, meine junge Schülerin. Das wird mir helfen, darüber zu entscheiden, welcher Grad der Ausbildung euren Talenten am ehesten entspricht. Wir haben dort unten auf dem Ausbildungsgelände eine Menge Übungsziele. Erprobt eure Angriffe an ihn und kehrt zu mir zurück, sobald ihr das Gefühl für eure neue Ausrüstung entwickelt habt. Okay, da kriegen wir gleich noch Handgelenkschoner. Dann gehen wir mal da runter. Und wo genau war das? Ach, da sind die Übungsziele, nehme ich mal an. Hauen wir einfach mal da drauf. Ich habe zu wenig Energie. Nix da, zu wenig Energie. Nicht genug Energie. Ja, dann hau halt so drauf, wie wär's? Jetzt schlägt die mit ihren Fäusten da drauf, oder was? Muss ich jetzt nicht verstehen. Schlägt... Also bei Hieb schlägt sie zumindest mal mit dem Stab zu, ansonsten mit den Fäusten. Was ich sehr interessant finde. Ich habe auch zu wenig Energie. Ah, okay, so. 3 von 5 Übungsziele zerstört. Läuft doch langsam. Und wie kann ein Sandsack denn bitteschön ausweichen? Das muss ich nicht verstehen, oder? Probieren wir das mal aus. Okay, das hat jetzt nicht allzu viel gebracht. Aber ist okay. So, Übungsziele 5 von 5. Dann kehren wir mal zu unserem Meister Rino hier oben zurück. Und wir haben Chi aufgebaut, mit dem wir noch nichts anfangen können. Vergesst Verletzungen, aber vergesst ja, nicht schlecht, Blüte. Ayumi. Er scheint tatsächlich den richtigen Pfad gewählt zu haben. Gut, lasst uns fortfahren. So, dann rüsten wir uns erstmal das da aus. Achso, Schülerhandwerker. Achso, ah, okay. Es ist etwas ganz anderes, einem lebenden Gegner anstatt dieser Übungsziele im Hof gegenüberzustehen. Lebende Gegner schlagen zurück. Eine sehr reale Angst vor dem Versagen und manchmal sogar dem Tod überkommt euch. Ihr müsst den Mut aufbringen, diese Ängste zu überwinden. Fordert einen anderen Schüler innerhalb des Tempels auf oder auf den Stufen davor heraus und bezwingt sie. Bezwingt 6 Huyoshin oder Tushui-Schüler. Wie auch immer man das jetzt richtig ausspricht, aber ist okay. So, wo finden wir jetzt diese Schüler? Bist du ein Schüler? Ne, ist ein Ausbilder. Der Geduldige. Was zur Hölle ist mit dem da los? Okay, den Namen lasse ich es einfach mal. Wo sind denn hier Schüler? Ehrgeizige Schüler? Geduld, Geduld. Nee, da nicht. Wo finde ich denn Schüler? Ach, vielleicht da drinnen. Das schaut doch gut aus, dann hauen wir der mal auf die Fresse hier einfach direkt. Ohne Vorwarnung. Hat es nicht so viel mit Herausfordern zu tun, einfach die Fresse einzuhauen. Aber das Spiel hat es ja quasi selbst angeboten gerade. So, machen wir den hier noch kaputt. Na, dann klopft doch drauf. So. Ah, das ist noch auf Abklingzeit, 3 Sekunden. Dann können wir das mal ausprobieren dann nachher. Gesundheit läuft noch. Sollte eigentlich kein Problem werden, diese Quest. Ist ja auch noch eine Anfangsquest. So. Ja, toll. Und dann verfehlt der Skill jetzt erstmal ordentlich. Richtig nice. Muss noch ein bisschen treffen lernen, ne? Aber kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ansonsten kann ich schon mal hier gucken. Zauberbuch und Fähigkeiten. Der Weg des Mönches. Na, hau ich gleich den. Ich kann dieses Ziel nicht anlassen. Ja, dann halt eben nicht. Was haben wir denn hier so? Der Weg des Mönches. Mönchen richten seinem Kampfstil auf seinen Waffentyp aus. Ja, okay. Also haben wir 2-Handwaffe gerade und deswegen ist unser Angriffstempo um 40% erhöht, so wie es ausschaut. Okay, das klingt auf jeden Fall interessant schon mal. Was haben wir denn hier? Kleiner Zuckerrohrstängel. Okay, das ist Zeug zum Futtern. Dungeon Shop, Spielmenü, okay. Okay, ich glaube, da brauche ich noch nicht viel damit anfangen, nehme ich mal an. Oh, Questlog haben wir ja auch nur diese eine Klasse, unsere Klassenquest. Ja, unsere Leben gehen ziemlich stark runter. Ah, den kriegen wir noch tot. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit zum... Ah, der ist jetzt runtergekommen. Ich freue mich, das ist nett von ihm. Zu sehen.
Faszinierend, meine junge Schülerin. Die meisten der anderen Schüler haben schon einige Zeit hier verbracht, aber ihr seid schon jetzt in der Lage, euch mit ihnen zu messen. Das spricht für euch. Es gibt noch weitere Lektionen, die ich euch gerne lernen sehen würde. Alles klar, dann gib mal diese Armdinger daher. Mal erstmal ausrüsten hier, so. Jede Weisheit hat einen rechten Ort und eine rechte Zeit. Aber die Zeiten ändern sich für all diejenigen, die auf Shenzhen-Zhu leben. Für diese Lektion bitte ich dich um zwei Dinge. Zunächst halte ich eine Flamme in meiner Hand. Konzentriert euch und versucht sie mir zu entreißen, sobald ihr euch bereit fühlt. Solltet ihr erfolgreich sein, möchte ich, dass ihr den Tempel besteigt und das Edikt der Mäßigung verbrennt, das ihr dort oben finden könntet. Dreist Meister Shenzhen, die Flamme verbrennt dann das Edikt der Mäßigung. Na gut, die Flamme haben wir jetzt, so wie ich schon gesehen habe, im Inventar. Das heißt, wir müssen jetzt zu diesem Edikt. Ich habe keine Ahnung, sieht so aus, als wäre es da oben. Oder wo ist das? Ich weiß es nicht. Irgendwo muss es ja wohl sein. Ah, da oben geht es noch weiter hoch. Vielleicht muss ich ja da hoch. Vielleicht noch weiter hoch. Oder wo muss ich hin? Ich da muss oben näher ran. Ja, okay. Spielen wir halt mal ein bisschen Pyromane. Wenn das von uns verlangt wird, dass wir Dinge anzünden, dann tun wir das doch gerne. Braumeisterin Panderlein. Interessant. Interessant. So, wo ging's denn hier wieder runter? Ach, da. Ah, jetzt. So, wo ist unser Meister hier? Hier wandelt, da erblüht Größe. Dass ihr mir die Flamme so einfach entreißen konntet, ist keine geringe Leistung. Das Edikt der Mäßigung ist eine Schriftrolle mit Weisheiten, die über unzählige Generationen hinweg überliefert worden sind. Weisheiten aus einer friedlichen Zeit. Jede Lehre hat einen rechten Ort und eine rechte Zeit. Und nun, da sich auch die Dunkelheit am Horizont zusammenbraut, gehört die rechte Zeit dieser Weisheiten der Vergangenheit an. Das Verbrennen der Schriftrolle stellt die Akzeptanz dieser Zeichen und gleichzeitig ein Versprechen da zu handeln. Eure Hand trug die Flamme und ich bin gewiss, dass sie dies auch in Zukunft. Okay. Was ist das jetzt? Besiegt Yao Minro die Herausforderung des Schülers. Ich sehe große Stärke, gewaltigen Mut und eine unübertroffene Reinheit der Seele in euch, Ayumi. Eure Ausbildung hat zwar gerade erst begonnen, aber ich denke, dass ihr bereits für größere Aufgaben gewappnet seid. Die geht die Treppen hinunter und überquert die Brücke. Dort werdet ihr Yao Minro finden, einer unserer erfahrensten Schüler. Fordert ihn heraus und besiegt ihn in einem ehrenhaften Kampf. Dadurch werdet ihr den ersten Teil eurer Ausbildung abschließen. So, ich glaube, der Pfeil deutet zumindest mal da hinten hin. Dann laufen wir doch mal dahinter. Die Treppe runter und dann da über die Brücke, nehme ich an. Gibt es hier noch eine Brücke? Nö, scheint nicht so. Na gut, dann gehen wir da mal rüber. Kommen uns ein paar Leute entgegen. So, wo ist er denn? Da oben ist er. Yao Minro. Eine Herausforderung nähert sich. So. Dann gleich mal schön auf die Fresse gehauen. Oh, das wird ganz schön knapp, wenn ich mir sehe, wie viel Leben der hat. Baby Elefant nimmt auf. Was zur Hölle? Was war das denn? Na komm her. Ja, der Kampf dauert halt jetzt ein bisschen. Ich bin außer Reichweite. Lass doch mal aufhören mit dem Scheiß. Nicht genug Energie. Aber er stunt sich ja zum Glück selber, warum auch immer. Warum auch immer er das tun sollte. Jetzt ist er schon wieder weg. Ich muss näher ran. Könntest doch einfach mal dauerhaft mit dem Stab draufklopfen, oder etwa nicht? Oh, wir sind Stufe 2, sehe ich gerade. Oh, kann er mal da oben. Wie ist er jetzt da hochgekommen? Toll, wie komme ich jetzt da hoch? Hallo, komm wieder runter. Komm zu mir. Ich kann das noch nicht tun. Oh, bleib doch jetzt mal da, Kollege. Du gehst mir langsam auf die Nerven. So, besiegt. Geht doch. Und er ist mir schon wieder gefolgt. Aber vergesst niemals Güte. Ja, werde ich schon nicht. Okay. Unsere größte Prüfung. Sehr beeindruckend. Es scheint, als
Es scheint, dass ihr als Mönch tatsächlich den richtigen Pfad gewählt habt. Ja, das gefällt mir, sowas zu hören. So, rüsten wir gleich die Handschuhe mit aus. In so kurzer Zeit habt ihr mir gezeigt, dass in euch das Potenzial steckt, eine wahre Meisterin eurer Klasse zu werden, Mönch. Das Ausbildungsgelände liegt hinter euch und nun müsst ihr beweisen, indem ihr eine ungleich größere Herausforderung annehmt, die bislang noch keiner meiner Schüler bewältigt hat. Bitte kehrt zur Ruhe zurück, dem Geist des Feuers im Tempel der 5 Sonnenaufgänge. Meine 2 besten Schüler neben euch werden euch bei dieser Aufgabe unterstützen. Sucht zunächst bitte Eiser Wolkensänger auf. Ihr findet sie beim Teich im Westen. Was wir tun müssen, ist mit Händler Lorvo bei Fussteich reden. Können wir mal kurz gucken auf der Map, wo das ist. Das ist da unten. Ich glaube, da laufen wir noch schnell hin. Dürfte ja nicht allzu lang dauern. So, da hinten sind noch ein paar Schüler. Ich muss sagen, die Welt gefällt mir irgendwie. Finde ich schön. Ja, da kann man... Da laufe ich mal gerne durch. Oh, überall trainieren sie. Den ganzen Tag. Ihr brecht schon auf, ich beneide euch. Ich beneide euren Heldenmut, Mönch. Viel Glück. Vielen Dank. Wer auch immer du sein mögest. Musst halt ein bisschen mehr trainieren. So, Wildtier da vorne. Ich habe halt jetzt noch keine Skills. Ah, das eine Ding klatschen wir noch um da schnelle. Das ist zu weit. Einfach weil ich es kann. So. Eine Hasenpfote. Nehmen wir mal mit. Ich weiß zwar nicht, was die uns bringt, aber... Gut. So, dann sind wir jetzt beim Teich angekommen, beim Händler Lorvo. Zumindest jeden Moment. Und... Ich mache mit dieser Quest in der nächsten... Ups, jetzt bin ich in dem Drang gesprungen. In der nächsten Folge weiter. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.